So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Super Mario Maker 2. Diesmal wieder online vernetzte Spielen gegeneinander. Das sind die Gegner. Och ne, ist das wieder so ein Level vom Startscreen. Scheiße! Verpiss dich! Okay, das habe ich jetzt schon wieder verloren. Minus 15. Das sind die nächsten Gegner. Guter Name. Und alle drei tot. Egal, ich habe den Checkpoint. Junge! Ja, genau! Was sollte ich denn jetzt machen? Ja, er ist tot. Wieso bin ich jetzt tot? Minus 17. Nächster Gegner. Durch. Bitte fall runter. Nein. Ja, sie ist runtergefallen. So, komm, Gitter. Gitter. Hey, hey, hey. Jawohl, Esther. Durch. Ja! Das ist Alpha. Plus 120. Ja, wieso greift die mich auch, die dumme... Nee. Ja, die warten jetzt noch, bis jemand... Ja. Ja, ich hab's gefunden. Ja, ja! Das ist Alpha! Junge, wie ich den ausgespielt hab. Plus 129. Aha, it's Ollie. Ich möchte ihn töten. Jetzt mach... Scheiß Hund, ey. Nee, ich mach da nicht auf. Ich mach da nicht auf. Ich mach da nicht auf. Nein? Ich geh da nicht rein. Ja? Scheiße, ich hab's gesagt, dass der Luigi gewinnt. Minus 18. Hört auf mit diesem Grappen. Nee, mich killst du nicht, Brudi. Nein! Du Mist! Es muss ja gefühlt irgendwer sterben. Teamwork. Nee, dafür ist zu spät. Ja, was? Wen? Ja, woher sollte ich das jetzt sagen? Ich habe ihn umgebracht. Ja. So, beide umgebracht. Grab ihn. Jawohl, einer tot. Hör auf damit. Was? Kein Abzug. Ich dachte, ich muss da rein. Es kann sein, dass ich ein bisschen lauter bin. Einfach, weil ich ein bisschen schlechter gelaunt bin. Das liegt ganz einfach daran, dass ich mir gerade mein Mittagessen versaut habe. Und so ist es folgendermaßen. An sich wollte ich eine Pilzsoße machen. Und dafür braucht man ja normalerweise Rahm. Das hatte ich halt nicht zu Hause. Also habe ich mir so gedacht, ja, experimentiere ein bisschen rum und nehme halt Milch. Keine Ahnung, ob jemand weiß, wie Milch und das restliche Zeug zusammen reagiert. Aber es hat definitiv nicht gut zusammen reagiert. Das ganze andere Zeug, was ich da noch drin hatte, es war nicht mehr essbar. Und der andere ist ein Ziel. Und an sich wäre es richtig geil geworden, hätte ich das Zeug fertig gekocht. Wir machen noch ein Spiel. Minus 14. Und das Ding ist, die schlechte Laune kommt nicht davon, dass ich mir das Essen versaut habe. Die schlechte Laune kommt ein bisschen davon, dass ich alles aufputzen musste. Stop it. Get some help. Weil das Zeug hat in Kombination, das hat fast eine Explosion gegeben. Hier ein Bild. So, rein da. Ach du Scheiße! Domitol. Ja, was ein kreatives Level. Auf einmal raufspringen und schon ist man im Ziel. Ihr kriegt jetzt auch ein Buch von mir. Und in dem Sinne, war's das mit dem Video. Falls euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls euch der Kanal gefällt, lasst gerne ein Abo da. Ansonsten, macht's gut. Bis dann. Ciao!